Schöne neue Arbeitswelt. Der Mensch in der Industrie 4.0. Ein Arbeitstag in der Zukunft. Wir befinden uns im Jahr 2030 und begleiten Susi durch einen Tag in der digitalisierten Arbeitswelt der Zukunft. Momentan befindet sie sich noch in der Erholungsphase, um optimal auf einen produktiven Tag vorbereitet zu sein. Sie träumt von vergangenen Arbeitswelten. Die erste industrielle Revolution entstand durch mechanische Produktionsanlagen, die von Dampfmaschinen und Wasserkraft angetrieben wurden. Die Elektrifizierung stellt die zweite industrielle Revolution dar und ermöglichte die arbeitsteilige Massenproduktion. Die dritte industrielle Revolution setzte durch die Entwicklung von Computern ein. Maschinen übernahmen ganze Arbeitsschritte. Die vierte Revolution bringt die komplette Vernetzung mit sich. Alle Maschinen kommunizieren über das Internet miteinander. Man spricht von der Industrie 4.0. Susi wird von ihrem Smart-Armband aufgeweckt, als sie sich gerade in einer Leichtschlafphase befindet. Sie startet gut erholt in den Tag und macht sich für die Arbeit fertig. Vor ihrem Haus wartet sie darauf, dass sie abgeholt und zur Arbeit gebracht wird. Selbstfahrende Autos errechnen anhand von Algorithmen, wie alle am effizientesten zu ihren Arbeitsplätzen kommen. In der Share Economy haben Unternehmen sich darauf spezialisiert, Ressourcen, die nicht dauerhaft benötigt werden, gemeinschaftlich zu nutzen. Bei der Firma angekommen, wird Susi von einer Kamera identifiziert und mittels ihres Armbands automatisch eingeloggt. Ein Roboter übergibt ihr eine Datenbrille, die sich mit ihrem Armband vernetzt und ihr die heutigen Aufträge anzeigt. Sie hat einen Arbeitsplatz im Bereich der elektrischen Montage zugeteilt bekommen. Eine technische Ausbildung hat sie zwar nicht, aber die Datenbrille und intelligente Handschuhe liefern ihr alle Informationen, die sie zum Ausführen der Aufgaben benötigt. Susi mag ihren Job, hätte aber gern mehr Kontakt zu Kollegen. Der persönliche Austausch unter Mitarbeitern ist nicht mehr nötig, da alle Informationen durch die Datenbrillen übermittelt werden. Als sie ihren Montageauftrag erfolgreich abgeschlossen hat, fährt Susi wieder bei Carsharing nach Hause. Pflichtbewusst geht Susi schlafen, um auch am folgenden Tag als möglichst effiziente Arbeitnehmerin zu funktionieren. Schöne neue Arbeitswelt.